Hallo, mein Name ist Thorsten Berger. Ich bin Monteur und im Auftrag von EWE Netz unterwegs. In diesem Video erkläre ich Ihnen, was Sie bei einem Termin mit uns zu beachten haben. Insgesamt sind im Netzgebiet von EWE Netz 600.000 Kunden von der Umstellung betroffen. In ganz Deutschland ca. 4 Millionen. Uns ist es dabei wichtig, dass Sie einen möglichst reibungslosen Ablauf haben. Dabei gibt es ein paar Sachen, die Sie bei einem Termin mit uns zu beachten haben. Sie erhalten vor dem ersten Termin von uns schriftlich eine persönliche Kundennummer. Nur der für Sie zuständige Kollege ist im Besitz dieser Nummer und nennt Ihnen diese immer zuerst, noch bevor Sie ihn zu Ihrer Haustüre reinlassen. Zusätzlich dazu zeigt er Ihnen immer einen Mitarbeiterausweis vor. Bei der Umstellung entstehen für Sie keine Kosten, in keinem Fall erhalten Sie also eine Rechnung von uns. Sollten Sie sich einmal nicht sicher sein oder Verdacht auf Missbrauch haben, können Sie uns jederzeit unter dieser Telefonnummer anrufen oder verständigen Sie die Polizei. In der Regel bleibt es bei 2 Terminen. Was wir genau bei diesen 2 Besuchen machen, zeige ich Ihnen in diesem Video auch noch. Bei 10% aller Kunden kommen wir anschließend noch einmal vorbei und kontrollieren die Qualität unserer Arbeiten. Alles zu Ihrer Sicherheit. Schauen Sie doch auch gerne mal bei den anderen Videos vorbei und sehen Sie, welche Erfahrungen unsere Kundin Susanne mit der Umstellung gemacht hat. Sollten Sie weitere Fragen haben, finden Sie häufig gestellte Fragen und Informationen auf der Webseite von EWE Netz.